Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Torrunde. Heute habe ich einen Gast bei mir in meiner Rainer Zipfels Torrunde. Er kommt aus Mannheim, ist SPD-Mitglied, Stadtrat. Und sein ganzes Leben lang ist er sozial engagiert, ist seit Jahren der Leiter des Schiffer-Kinderheimes in Mannheim. Jawohl. Herzlich willkommen, Ralf Weibel. Hallo Ralf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass du gekommen bist. Ja. Und jetzt muss ich mal schauen hier. Du hast, habe ich mir aufschreiben lassen, du bist in Kiel am Rhein geboren, kann man erstmal so sagen. Du hast dann die Wirtschaftsschule besucht, hast dann die fachbezogene Hochschulreife gemacht, was man heutzutage das Fachabitur nennt. Hast dann eine Ausbildung zum Jugend- und Heilerzieher genossen und Heilpädagoge bist du auch noch. Jawohl, habe ich später noch gemacht. Jawohl. Dann warst du in einem privaten Kinderheim. Bevor du nach Mannheim gezogen bist, so ist es. Bist du 98 nach Mannheim gezogen. Nee, 78. Ja, 78. Jawohl. 78 nach Mannheim gezogen und seit 82 bist du im evangelischen Schifferkinderheim in Mannheim-Senckenheim tätig. Ne? Mhm. 93 warst du dann Erziehungsleiter und seit 2003 kümmerst du dich auch um die Einrichtungen in dem Heim. So ist es. Du bist praktisch der Chef für alles. So ist es. Und du bist auch noch in deiner Freizeit Vorsitzender des SV 98 Seckenheim. Jawohl, ein Sportverein. Engagierst dich in dem Verein zur Förderung der arbeitenden Kinder. Bist stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes. Baden, ja, das war ich. Jawohl. Und bist Schöffe beim Arbeitsgericht. Das war ich auch beim Amtsgericht und beim Arbeitsgericht. Jetzt drehen wir mal den Zettel um. Jawohl. Du bist 2009 in die SPD eingetreten. Ja. Völlig richtig. Ja. Anlässlich der Wahl. Bist dann im Bezirksbeirat in Seckenheim gewesen und bist seit 2010 stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mannheim-Seckenheim. Jawohl, gut recherchiert. Und jetzt wollen wir noch wissen von dir, ob dir stimmt, was ich alles gelesen habe, was du an Hobbys hast. Aha. Also erst an erster Stelle stand, was ich besonders mag, mein Mannheim. Ja, mein Mannheim. Einmal Mannheim, immer Mannheim. So ist es. Also ja, mit dem Herzen in Mannheim. Jawohl. Dann musikalisch bist du völlig flexibel, alle Stilrichtungen, wenn es Oldies sind. Genau. Also bist du hängen geblieben in den 70er Jahren. Ein bekennender Oldie-Fan. So ist es. Jawohl. Dann machst du Gedichte und Geschichten. Ja. Schreibst du auch selbst bei dir? Ich habe mal ein kleines Bändchen geschrieben, aber nicht veröffentlicht. Sollst du machen? Oder? Vielleicht. Menschen, die zu ihren Schwächen stehen und dadurch an Stärke gewinnen, schreibst du, das sind deine, nicht Vorbilder, aber das sind die Leute, die du am meisten schätzt. Ich schätze, genau. Also nicht die Machos, sondern das Gegenteil, eben die, die sagen, das und das kann ich nicht und dadurch stark nach außen wirken, weil sie ihre Schwächen zugeben. Genau. Ralf, jetzt erzähl uns doch mal, du bist Leiter vom Kinderheim in Mannheim. Ja? Und wie viel Kinder habt ihr denn in eurem Heim? Also im Moment leben da in 8 Gruppen jeweils 8 Kinder, also 64 Kinder, die rund um die Uhr da leben. Nicht alle im gleichen Haus, wir haben mehrere Häuser, wo die Kinder verteilt sind, aber immer in Gruppen mit 8 Kindern. Das sind Wohnungen, ganz normale Wohnungen mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, halt mehrere Kinderzimmer, weil es immer 8 Kinder sind. Ja. Neben diesen 64 Kindern haben wir noch etwa 80 Kinder, die nur tagsüber bei uns sind. Vergleichbar mit Hort, also die aber auch eine intensivere Betreuung kriegen. Ja. Und wir haben noch etwa 60 Familien, wo wir Mitarbeiter von uns schicken und die so ein bisschen helfen, dass die Familien wieder bessere Struktur kriegen, dass sie mit ihren Kindern angemessen umgehen können. Also schon eine ganze Menge, relativ große Einrichtungen. Jetzt sind wir ja viele von uns Laien in dem Bereich. Ja. Gut, Kinderheime, früher gab es die Waisenhäuser, aber wir können uns eigentlich gar nicht so vorstellen, wie so ein Ablauf von sich geht. Das sind praktisch normale Wohnungen, wo praktisch Kinder dann ganz normal aufwachsen, mit Betreuung wahrscheinlich von euch dann.
und die gehen ganz normal ihrem Leben nach und wohnen halt da. Genau, die haben ganz normalen Tagesablauf, morgens werden die geweckt, dann wird das Frühstück gerichtet, das machen in der Regel die Mitarbeiter. In der Zeit, wo die Mitarbeiter das Frühstück richten, machen die Kinder sich fertig, müssen sich waschen, Zähne putzen, Schulsachen richten, kommen zum Frühstück und dann gehen sie nach dem Frühstück, werden verabschiedet vom Mitarbeiter, wird gefragt, das steht euch alles, was steht an heute, habt eine Arbeit hier zu schreiben, habt also ganz normal und nach der Schule kommen sie zurück, dann gibt es Mittagessen, auch ganz normal wie in einer Familie. Danach ist Hausaufgabenzeit immer eine schwierige Zeit für die Kinder, wie für die Mitarbeiter, weil unsere Kinder nicht so gern und so eifrig lernen, deswegen müssen wir gut begleitet sein. Nicht in eure Kinder. Nein, das ist bei vielen Kindern so. Und uns liegt das an, dass unsere Kinder einen Schulabschluss kriegen, weil der die Basis bildet für eine Ausbildung. Deswegen legen wir da großen Wert drauf. Nachmittags haben sie Freizeit oder auch Termine, wie andere Kinder auch, im Verein, Sportverein. Abends um 6 etwa gibt es Abendessen und dann können sie jetzt noch je nach Alter auch nochmal mit Freunden unterwegs sein. Jetzt sag mal, Ralf, jedes Kind hat ja ein anderes Schulende. Ja. Wie oft müsst ihr da kochen? Nur einmal. Also das ist schon so, dass sie irgendwo zwischen 1:15, 1:30 alle da sind. Wenn jemand später kommt, dann wir haben Gott sei Dank eine Mikrowelle und einen Herd, man macht es ja nochmal warm. So wie das in Familien auch ist. Da wird auch nicht 5-mal gekocht bei 5 Kindern, sondern einmal gekocht, dann wird es halt nochmal warm gemacht. Ja. So. Also das kriegt man schon ganz gut hin. Und wer bestimmt über den Essensplan? Das können die Kinder mitbestimmen. Super. Wir haben jeden Monat einmal eine Essensbesprechung für alle. Ja. Und die Kinder können auch immer ihren, zum Beispiel wenn sie Geburtstag haben, kriegen sie ihr Wunschessen. Aha. Meistens Schnitzel, Pommes frites und Salat, ist immer noch das Gleiche. Aha. Aber die Kinder haben da Mitspracherecht. Ist uns auch sehr wichtig. Und unsere Mitarbeiter haben in ihrem Arbeitsvertrag stehen, dass sie mitessen müssen. Aha. Damit die Kinder nicht sagen, hey, ihr könnt ja daheim essen und ich bin immer der Schlechte. Also deswegen müssen die Mitarbeiter auch mitessen, damit die Kinder sehen, die kriegen auch nichts Besseres. Und wer kocht es? Wir haben eine Zentralküche, ganz neu gemacht, die hat uns viel, viel Geld gekostet, aber es war uns wichtig. Wir haben lange überlegt, ob wir einen Caterer einkaufen und das machen lassen. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir einfach noch echt kochen wollen. Das war uns wichtig. Und weil die Kinder mitkriegen sollen, wie gekocht wird. Und Frühstück, Abendessen und am Wochenende müssen die Gruppe ganz alleine kochen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von den größeren Kindern auch selbst kochen. Ja, natürlich. Wir haben Jugendliche, die verselbstständigt werden, die dann einen eigenen Kühlschrank haben, ihre Sachen selbst einkaufen, das Geld bekommen. Ich meine, auch für die anderen vielleicht. Ja, natürlich. Das gibt es ja klar. Wenn, die müssen ja Frühstück und Abendessen grundsätzlich selber machen. Das meistens gibt es Wurst und Käse. Das ist am einfachsten einzukaufen. Aber es gibt auch durchaus Jugendliche, die auch mal gern kochen. Und am Wochenende sowieso. Ne, also, man eine Pizza macht miteinander oder auch mal was ganz Besonderes. Also immer was los bei euch. Immer was los, immer Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber ich finde es auch schön. Es hat was sehr Angenehmes. Und vor allen Dingen werden die Kinder von Anfang an erzogen, im positiven Sinne, in einer Gemeinschaft sich anzupassen und trotzdem ihre Selbstständigkeit zu erlangen. Genau. Das ist gut. Finde ich wichtig, dass die Kinder das lernen, weil ich beobachte, dass das nachlässt, dass immer weniger junge Menschen in der Lage sind, mit anderen zusammenzuleben. Das ist heute eher so eine Vereinzelung. Man wird am Computer groß oder am Bildschirm groß. Und da haben unsere Kinder doch manchmal einen Vorteil. Die lernen, sich in Gemeinschaften zu bewegen. Müssen die auch selbst aufstehen? Das heißt, werden die geweckt oder was? Mit zunehmendem Alter müssen sie sich selber wecken. Die meisten haben ja mittlerweile ein Handy heutzutage oder dann halt einen Wecker. Und dann guckt man schon, dass sie so allmählich selber zu sich kommen. Aber das ist wie mit Kindern zu Hause, in Familien auch so. Manchmal klappt es und manchmal klappt es halt auch nicht. Und da müssen die Erzieher noch mal ein bisschen nachbessern. Wie viele Erzieher hatten ihr beschäftigt? Wir haben in jeder Gruppe immer 5 Mitarbeiter, die sich den ganzen Tag, 24 Stunden quasi, um die Kinder kümmern. Und insgesamt, wir haben insgesamt etwa 150 Mitarbeiter im gesamten Haus. Da gehören aber Küche, Verwaltung, Hauswirtschaft auch dazu. Also nochmal zusammenfassen, die Kinder sind in Gruppen. Ja, das abgeschlossene Wohnungen, also in sich abgeschlossene Wohnungen, mit Klingel. Muss man klingeln, wenn man hin will. Das heißt, so eine Gruppe hat wie viele Kinder? 8. 8 Kinder? Jawohl. Das heißt 8 Schlafzimmer? So ist es. Wir haben manchmal nur 6 Schlafzimmer, es gibt auch einzelne, wo die zu zweit im Zimmer sind. Kann schon sein. Also, aber in der Regel Einzelzimmer und Zweizimmer.
Das ist ja wie im Hotel, oder? So ein bisschen schon, wobei im Hotel kriegt man das Bett gemacht und geputzt und aufgeräumt. Das ist bei unseren Kindern nicht. Die müssen das schon selber machen. Wenn unsere Kinder in Internate, in Berufsbildungsstätten kommen, dann kriegen wir immer die Rückmeldung, dass unsere Kinder besonders selbstständig sind, weil die viel, viel schon gelernt haben. Anders wie oft Kinder aus Familien. Und ich muss sagen, ich habe selber ja eigene Kinder. Meine Kinder mussten so viel nicht machen, wie die Kinder meinen. Welche Kinder kommen denn zu euch? Ja, es kommen Kinder zu uns, die, ich sage immer, aus problembelasteten Familien sind. Ja. Mit unterschiedlichen Problemlagen. Sei es, dass eine Mutter alleinerziehend ist, sei es, dass es ein Sucht- und Alkoholproblem gibt in der Familie, sei es, dass es zu Kriminalität kommt, dass das Kind auffällig wird, dass es in der Schule Probleme gibt. Und das heißt, dann wird das Jugendamt in irgendeiner Weise auf das Kind, auf die Familie aufmerksam gemacht. Und dann wird überlegt, ist die Hilfe, die wir anbieten, stationär, also rund um die Uhr, oder was tagsüber nur, was ist das Angemessenste, was ist am hilfreichsten, nicht nur fürs Kind, sondern für die ganze Familie. Weil es ist nie so, dass die Kinder, die bei uns sind, das Problem allein sind, sondern es ist immer die ganze Familie, das ganze Umfeld, was da auch mitwirkt und mit von Bedeutung ist. Gibt es ein Alter, wo dann die Kinder das Heim verlassen müssen, oder ist es freiwillig? Nein, es ist schon so, dass wenn die jungen Menschen dann so in die Richtung Volljährigkeit, 18, kommen, dann wird schon auch geguckt, wie lang brauchen die noch, um selbstständig zu sein. Und dann suchen wir, gehen wir mit denen auf Wohnungssuche oder sie gehen vielleicht auch wieder nach Hause, wobei in dem hohen Alter dann eher nicht. Und dann haben sie aber in der Regel auch noch durch uns eine Begleitung nach der Entlassung, wenn sie die annehmen können. Weil mit 18 können sie sagen, brauche ich nicht mehr. Aber die meisten sagen, oh ja, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung mit Ämtern, mit Behörden, mit Arbeitgebern und so weiter. Da sind wir schon dann noch dabei. Gut, ich meine, bei euch läuft bestimmt alles sehr gut, aber ihr habt da natürlich auch Probleme. Ne? Nein, im Leben nicht. Natürlich auch Probleme. Gibt es auch Probleme, wo man sagen kann, also die Eltern, du sagst gerade, dass viele Kinder von Familien kommen, wo die Ehe zerrüttet ist, wo dann die Eltern keinen Kontakt mehr leben lang zu den Kindern aufbauen wollen, gibt es auch? Wenig, aber es gibt durchaus, das gibt es durchaus. Aber selbst da, wenn wir Kinder haben, die keinen Kontakt zu den Eltern haben, ist trotzdem wichtig, das aufzuarbeiten mit den Kindern, weil das wirkt. Also die Kinder nehmen das natürlich mit und wenn die mal 14, 15 sind, dann fragen die nach ihren Wurzeln. Dann wollen die wissen, wo komme ich her, was sind meine Eltern für Leute. Also das heißt, man muss sich auch bei Kindern, die keine Eltern präsent haben, um die Eltern kümmern. Aber ich habe ja früher Musikunterricht gegeben. Ja. Und ich habe es gern gemacht. Aber ich habe immer gesagt, wenn meine Schüler so wären wie die Eltern, würde ich kein Musikunterricht geben. Weil die Eltern immer versuchen, natürlich für das Kind das Beste rauszuholen, aber dann oft Vorschläge machen, die sind zum Haar raufen. Zum Beispiel hat mir eine Mutter gesagt, das Kind war 5 Jahre alt, sie soll doch Noten lernen. Habe ich gesagt, kann sie denn schon Busch haben? Nein. Aber ich gesagt, dann kann man es vergessen, weil sie muss ja wissen, wenn sie ein A sagt, wie das aussieht. Also ich kann es gerne mit Farben machen, aber den Buchstaben sollte man schon kennen. Ja, da war ich ein schlechter Musiklehrer. Hinterher hat sie sich entschuldigt, ich hätte recht gehabt, weil es hat sich bewahrheitet. Ja. So Fälle gibt es bei euch bestimmt auch, wo die Eltern dann mit reinreden wollen. Ja, natürlich. Und deswegen sehen wir unsere Aufgaben eben nicht nur drin, die Kinder zu selbstständigen, möglichst autonomen und kräftigen, starken Menschen zu machen, sondern auch mit den Eltern zu arbeiten. Also weil Eltern manchmal auch nicht angemessen mit ihren Kindern umgehen. Deswegen ist auch unsere Aufgabe, die Eltern bei uns ins Haus zu holen, mit denen zu reden, mit denen zu überlegen, wie könnten wir es vielleicht anders machen, wie kriegt man einen anderen Zugang, wo kann man vielleicht nachgehen, wo muss man ein bisschen strenger sein. Das ist schon auch unsere Aufgabe. Gerade Eltern natürlich wollen die das Beste für ihr Kind, ist ja logisch. Ja. Aber es hat ja einen Grund, warum das Kind zu euch kommt. Ja. Also muss es ja eine Vorgeschichte geben. Und diese Vorgeschichte wirkt wahrscheinlich auch. Natürlich. Auch bei den Eltern. Auch bei den Eltern. Und manchmal sage ich, ist der Abstand, den die Eltern von dem Kind haben, erstmal gut. Ja. Dann kann jeder so ein bisschen zur Besinnung kommen und sich darüber Gedanken machen. Und wenn die meinen Abstand haben, dann nähern die sich auch wieder an. Und das sehen wir als unsere Aufgabe an. Das Kind soll nur so lang bei uns in der Einrichtung sein, wie notwendig. Nicht länger. Und deswegen unser Ziel, dann auch die Eltern wieder mit anzubringen. Und wer geht dann zum Elternabend?
Ja. Na, und zusammen. Also wenn die Eltern da mitspielen, gehen die dann mit dazu. Ach so. Dann sind wir gemeinsam. Das gibt's auch dann. Ja, natürlich. Das ist unser Ziel. Das wäre der Idealfall. Die Eltern sind nie raus. Die sind für uns sind die wichtiger Bestandteil. Die kennen ihre Kinder. Die kennen die Ressourcen. Auch das wenn sie vielleicht erstmal nicht da sind und präsent sind. Also vielleicht eine Wut auf die Kinder haben, aber die kennen ihre Kinder immer noch am besten. Siehst du, das wird in den Medien oft mal falsch dargestellt. Ja. Es wird so dargestellt, als ob die Eltern irgendwie außen weg sind und vielleicht gerade den Zugang zu den Kindern haben dürfen, was vielleicht auch mal geben kann oder geben muss, in manchen Fällen. Natürlich. Aber allgemein ist es so, die Eltern sind mit eingezogen. Natürlich, so gut wie es eben geht und natürlich auch nur, wenn es verantwortbar ist. Also wenn wir so Themen wie Missbrauch oder Gewalt haben, da muss man natürlich da sagen, das geht nicht. Aber ansonsten ist uns wichtig, dass wir die Eltern dabei haben, auch wenn das manchmal anstrengend und schwierig ist. Aber es ist unser Geschäft, das haben wir gelernt. Also müssen wir das auch probieren. Gab es auch Fälle, Ralf, wo das Kind nur kurz bei euch war und dann wieder zu Eltern zugegangen ist, weil man gesagt hat, okay, es funktioniert wieder? Ja, das auch? Also ich sage es mal so, vielleicht früher, als ich begonnen habe in den 70er Jahren, da gab es so ein geflügeltes Wort, einmal heim, immer heim. Und da war eher so, da sind die Kinder fast in den Heimen vergessen worden und waren 10, 15 Jahre da. Heute ist bei uns in der Einrichtung der durchschnittliche Aufenthalt eines Kindes in der stationären Gruppe etwa 2 Jahre. Das heißt, es hat sich deutlich verkürzt, bei manchen nur ein halbes, bei manchen nur ein dreiviertel. Das heißt, wir gucken immer drauf, regelmäßig mit dem Jugendamt, mit den Eltern, wie lange ist die Unterbringung noch notwendig. Und wenn sie nicht mehr notwendig ist, dann gucken wir auch, dass sie wieder nach Hause kommen. Siehst du? Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, warum du heute da bist, um unseren Fernsehzuschauern mit diesen Anmärchen mal aufzuhören. Wie du sagst, einmal heim, immer heim. Das gibt es nicht mehr. Nein, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Damit wird auch die Scheu genommen, sowas in Anspruch zu nehmen. Ja, ich bin sehr froh darum, weil früher war bei vielen Eltern eine Hemmung da. Also heim, ganz schlecht, schrecklich, große Schlafsäle, wie auch immer. Und früher war auch Heim ganz oft Konkurrenz zu Eltern. Also im Heim, die machen ja tolle Sachen und wie auch immer. Und es ist gar nicht, sondern wir sind Partner von den Eltern. Wir sind Partner für die Familie. Und wir verstehen uns auch ein Stück weit als Dienstleister. Ihr seid praktisch Organisator und Psychologen, alles eine Person. Ja, wie auch immer, ja. Dafür haben wir auch einen Fachdienst. Wir haben Psychologen in der Einrichtung, die da auch unterstützen können. Und eben nicht nur die Kinder, sondern auch die ganze Familie. Und wenn es mal Krach gibt, seid ihr auch noch dann, sagen wir so, so eine Art Problem schlichter. Ne? Natürlich, wir haben eine vermittelnde Funktion und es ist ja nicht so, dass man nicht streiten darf, aber man muss lernen zu streiten. Also dass Streit nicht mit Gewalt gelöst wird, sondern mit Worten, mit Auseinandersetzung und mit Kompromissen beendet wird. Und das ist unser Ziel, da zwischen den Eltern und den Kindern zu vermitteln. Wenn ich mal so überlege, so eine richtige Darstellung von so einem Kinderheim habe ich im Fernsehen eigentlich nie gesehen. Es wird immer so hingestellt, weißt du, so wie es früher war, so abwerten teilweise. Die Eltern werden hingestellt wie Verbrecher, die Kinder werden hingestellt wie Verbrecher. Also das wird einem ganz anderen Licht gezeigt, als es wirklich ist. Also ich finde es schade. Ja, finde ich auch sehr schade. Wir haben wirklich tolle Kinder, wir haben tolle Eltern und dass Menschen in schwierige Lebensphasen kommen. Also dann sollte sich jeder hüten, das kann jedem passieren. Und keiner weiß von sich, wie er in einer schwierigen Lebensphase reagiert oder wie er sich dann benimmt. Insofern muss man, glaube ich, schon auch Verständnis aufbringen für Menschen in schwierigen Situationen. Und oft sind unsere Eltern, die aus Armut kommen, aus schwierigen Lebensverhältnissen, aus schwierigen Wohnverhältnissen, oft vieles gleichzeitig. Und dann kommt sowas, dann prägt sich sowas. Das ist tatsächlich... Also nicht scheuen. Nein. Wo muss man da hingehen, wenn eine Familie merkt, ich komme mit meinem Kind nicht mehr klar oder das Kind kommt mit den Eltern nicht mehr klar? Immer. Als erste Adresse Jugendamt. Und heute ist Jugendamt auch nicht mehr in erster Linie Eingriffsbehörde, sondern auch Beratungsinstanz. Ja. Also hilft, die hat nicht das Interesse, dass alle Kinder in die Heime kommen, sondern die haben Interesse, dass die Familie ein Problem gelöst bekommt. Deswegen als erste Adresse Jugendamt, die fragen dann wiederum bei uns an und wenn wir uns das zutrauen, mit der Familie, mit dem Kind zurechtzukommen, laden wir die Familie ein, das Kind ein und dann sollen die nochmal überlegen, ob sie denn ob das Kind zu uns will, ob die Eltern wollen, dass das Kind zu uns kommt. Das heißt, es gibt heute sowas wie ein Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, die sich auch
angucken können, welche Seiten für unsere Kinder das geeignet ist. Siehst du, das ist auch so. Das Jugendamt wird auch immer so hingestellt, wenn sie praktisch die Kinder dann wegreißen will. Das ist absoluter Quatsch. Ja, also ich meine, es ist natürlich in manchen Fällen richtig und wichtig, dass das Jugendamt eingreift und auch nötig, und dann auch sagt, und das geht so nicht mehr. Aber ich denke, der größte Teil ist immer noch, dass das freiwillig passiert und das Jugendamt sich da eher als Beratungsinstanz sieht. Aber alle viel gelernt heute von deinen Ausführungen, dass endlich mal diese Sicht auf diese Kinderheime, es bedürft übrigens auch Pflegeheime, ja, bin ich mir sicher. Glaube ich auch. Dass diese Sicht mal anders wird. Ja. Natürlich, es gibt überall schwarze Schafe. Immer. Aber der Grundthema, wie man so schön sagt, die Grundrichtung ist so, wie du es uns ganz einfach mit klaren Worten erklärt hast. Ja. Ich denke, wir haben es alle verstanden. Toll. Schön, freue ich mich. Ich hoffe, dass das ankommt. Jetzt frage ich dich, ist ja kein Geheimnis. Ja. Du bist jetzt 64. Jawohl. Du arbeitest deinen Nachfolger ein. Jawohl. Und dann bist du weg, ne? Und dann bin ich weg. Dann wird dir was fehlen, ne? Ja, mit Sicherheit wird was fehlen. Ich war dann über 35 Jahre in der Einrichtung. Und ich habe immer gern gearbeitet. Ich arbeite heute auch noch gern. Auf der anderen Seite wollte ich frühzeitig einen Nachfolger Platz machen. Und ich will nicht irgendwann in die Situation kommen, dass man mich raustragen muss, damit ich weg bin. Deswegen habe ich frühzeitig angegangen. Aber du hast privat 6 Kinder. Ich habe privat mit meiner Frau, ich habe in die Ehe 3 Kinder eingebracht. Ich habe aus meiner Ehe 3, zur ersten Ehe 3 Kinder eingebracht. Jetzt haben wir 6 Kinder, das heißt, wir haben eine Gruppe größer zu Hause. Also dann ist es bestimmt nicht langweilig. Ne? Ja, die sind jetzt alle schon die meisten unterwegs, sie sind erwachsen, aber es ist immer ein Rein und Raus und dann müssen wir mal nach Malaga die eine besuchen und mal nach Leipzig fahren, den Sohn, den Umzug machen. Also es ist immer Bewegung bei uns. Malaga kenne ich mich aus, aber schön, hast du Eltern ein Ferienhaus gehabt und bin da Madeira Costa. Oh, toll. Ja, das haben wir gekauft, weil ich früher mit dem Atemwegen Probleme hatte. Mhm. Ne? Und da war da zu der Zeit, das war so die 80er Jahre, da war alles im Aufbau. Ne? Mhm. Ja, aber dann war es so, zum Schluss hat man als Ausländer einfach zu viel Steuern bezahlt. Mhm. Und die Vermietung, das war jetzt auch nicht so, haben wir nach 10 Jahren gesagt, okay, verkaufen wir es wieder. Ja, schade eigentlich. Aber es ist wirklich eine Gegend, Malaga, die kulturell und landschaftlich sehr schön ist. Ne? Ja, und vom Klima her, das Meer in der Nähe. Ja, also wenn man nicht fliegen müsste, weil hinfahren mit dem Auto schon ein bisschen beschwerlich. Und Fliegen ist nicht so mein Ding, aber traumhaft schöne Stadt. Gut, bist du einmal mit dem Auto gefahren? Ich auch, jetzt. Umzug aber machen. Musst du sagen, da hätte eine Person fliegen können durch dieses. Genau. Maut in Frankreich, Maut in Spanien. Ja, ist schon so ist es, das kostet schon wieder was. Aber ich meine, man hat die ganze spanische Küste gesehen, mhm. Angefangen von der Costa del Sol, Costa Dorada, Costa Blanca, die ganzen Küsten. Und dann sind wir heimzus gefahren über Frankreich, ja, genau. Französische Schweiz, ja. Da wollten wir übernachten in Lausanne. Mhm. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie eine so teure Gegend auf der Welt gesehen wie Lausanne. Da haben die uns ein Quartier angeboten, die konnten Deutsch, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich nicht irgendeine Ansteige, wir wollen schon was Besseres, haben die uns als Schloss gezeigt. Das kam mir vor wie bei Louis Define. Die haben, was weiß ich, 500 Schweizer Franken die Nacht. Oh, je, je. Und da haben sie gesagt, das wäre noch das Günstigste. Mhm. Und dann haben wir gesucht. Erst wollten wir weiterfahren, auch von Lausanne bis, ich habe damals bei Frankfurt gewohnt. Der Vater ist gefahren, der war schon müde, das kann man nicht zumuten. Ne? Ja. Also haben wir ein Gami-Hotel gefunden. Das hat dann umgerechnet 100 Mark gekostet die Nacht. Immer noch ganz schön. Ja, und dann sind wir weitergefahren bis Biel am Rhein. Und da ist ja dieser Bieler See. Mhm. Da waren wir bei einer Frau, Pension, haben wir gedacht, ach, das ist bestimmt ein normaler Preis. Hat die gesagt, das kostet 120 Schweizer Franken. Habe ich gesagt, warum ist es bei euch so teuer? Diesen See, hat gesagt, müsst ihr nicht bezahlen. Einmal angucken kann, schön. Und dann bin ich in Biel am Rhein in die Grenze, in deine Gegend gekommen. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es billiger. Pfeifendegel. Dann haben wir, was gegessen und ich vergesse es nie. Das Billigste war der Wurstsalat, ungefähr 18 Mark. Das war mal dann toll an Wurst gewesen. Haben wir gesagt, gut, gehen wir da rein, es war irgendwas, egal was kostet, wir haben Hunger. Und dann kam noch die Heilsarmee. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Die Leute haben alles auf 20, 30 Mark. Also ich habe gesagt, diese Gegend muss man werden. Da muss man verdienen wie ein Weltmeister.
Also gibt es bei euch nur reiche Leute anscheinend. Ja, aber ich meine, die Schweiz war ja immer schon ein beliebter Arbeitsplatz für die Deutschen. Ne? Die ist als Grenzgänger aus der Gegend, die haben in der Schweiz gearbeitet, gutes Geld verdient. Auch für Erzieher, für meinen Berufsstand, war das immer ein begehrter Arbeitsplatz, die Schweiz. Also die Gegend in Freiburg wunderschön. Ja, traumhaft. Aber mein lieber Freund, da musst du ganz schön verdienen. Man muss verdienen, um einigermaßen leben zu können. Das ist ja auch in der Schweiz so, ne? Die Leute verdienen zwar, ich weiß von Ärzten, mindestens ein Drittel mehr, aber es ist auch ein Drittel teurer. So ist es. Also, nichts gegen die Schweiz. Die Schweiz ist wunderbar. Aber du kannst als Normalsterblicher keinen Urlaub dort machen. Das geht nicht. Das ist schwierig. Das ist übrigens auch das Problem. In Frankfurt haben wir zurzeit Oberbürgermeisterwahl. Und da hatte ich die Freude, ein Video zu machen für meine User-Freunde in Frankfurt. Da habe ich gesagt, wählt den Peter Feldmann, weil er steht dafür, für ein soziales Frankfurt, dass wirklich alle Schichten sich die Mieten leisten können. Das hat er 46% bekommen. Ja, ist auch sowas, Ralf. 46-25%. Ja. Normal sagt man, ist gewonnen. Ja. Unser Wahlrecht sagt, nee, hat gar 50%, wenn man Blödsinn. Da bin ich immer auch, ich habe ja die Jutta Steinbock hier in Ludwigshafen gerne unterstützt, weil ihr war es ja genauso. Ihr habt 8 oder 9% Vorsprung gehabt. Mhm. Also das kann man normal nicht mehr aufholen. Trotzdem, Wiederwahl, da muss mal ein Gesetz geändert werden. Also, das kostet alles Geld. Das kostet alles Geld, das ist richtig, ja. Naja, also jetzt haben wir ausführlich über die Kinderheime gesprochen. Mhm. Das war mir wichtig, weil gerade diese sozialen Einrichtungen, die man immer so hinstellt, als ob es so ein paar Spitzenhäuser gibt, die kein Mensch sich leisten kann. Mhm. Und der Rest ist nichts. Ja. So ist es also nicht. Also, nee. Ist genauso mit den Krankenhäusern. Ich weiß, viermal im Marienkrankenhaus, wunderbar. Natürlich gibt es auch mal ein paar Idioten drunter. Aber auch unter den Patienten. Natürlich. Das ist, Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Du bist 2009 in die SPD eingetreten, eigentlich ziemlich spät, Ralf. Ja, ich war lange Jahre überzeugt davon, dass man in meinem Beruf parteipolitisch nicht gebunden sein sollte. Ja. Ich war zwar von Haus aus, also mein Vater war immer SPDler und hat immer gesagt, ihr könnt wählen, was ihr wollt, solange das ist, was ich will. Also insofern war ich immer SPDler, aber nie parteipolitisch engagiert. Und dann hat mich 2009 der Stefan Fulz-Blei, unser Landtagsabgeordneter, angesprochen, ob ich denn nicht kandidieren würde. Und ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig als Stimmvieh, so ein bisschen sage ich immer zu ihm, du wolltest mich haben als Stimmvieh. Und habe ich gesagt, ja, mache ich. Also irgendwie habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und auch, dass ich mich im Alter gefühlt habe, zu sagen, ich brauche keine Karriere mehr machen, ich muss nicht mehr irgendwelche Posten haben, sondern ich kann das aus Überzeugung tun, also aus meinen Überzeugungen raus. Also da habe ich 2009 mich aufstellen lassen, auf Platz 45, glaube ich, wenn ich es noch richtig habe. Bist du heute da im Stadtrat? Nein. Jetzt bin ich Ende 2015 nachgerückt. Ich war an 13. Stelle, an 14. Stelle und dann ist der Peter Drakul, als OB-Referent quasi raus aus der Fraktion und dann bin ich nachgerückt. Und bin noch in den Lehrjahren. Also ich merke, es ist ein unglaublich umfassendes Geschäft und man kann das im Grunde gar nicht alles bewältigen. Es ist gut, dass man dann auch fachpolitisch bestimmte Themen hat, mit denen man sich mehr beschäftigen kann. Das Ganze zu übersehen. Also wer das schafft, das halte ich für ein Gerücht, kann es mir gar nicht vorstellen, das war alles. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Kommunalrecht ist auch in jedem Bundesland verschieden. Ja, ja. In Rheinland-Pfalz wird ganz anders wie in Baden-Württemberg. Also ich bin schon auch sehr angetan von Mannheim. Also Mannheim finde ich immer noch eines, es gefällt mir, dass Mannheim so vielfältig ist, so offen, weltoffen ist, wie die 170 Nationen, die bei uns zu Hause sind. Das schätze ich sehr an Mannheim. Das ist, finde ich, da hat man eine gute Tradition und das hat mich auch ein Stück weit bewegt, damit in die Politik einzusteigen. Was sagst denn du zu der Großen Koalition? Bist du dafür oder nicht? Ich bin dagegen. Also, da bin ich, glaube ich, in der Minderheit, aber ich bin da gerne in der Minderheit. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ich finde diese Sondierungsgespräche, das die Koalitionsverhandlungen, die Ergebnisse durchaus sehenswert. Sag's mal so. Ja. Aber ich habe ein viel grundsätzlicheres Problem. Ich habe einmal ein Problem mit der Führungsspitze im Bund, dass Menschen, die
was in den letzten Wochen da versiebt wurde. Ich denke, es ist mal so, dass die Menschen dann Ämter innehaben werden. Ich finde, da gehört irgendwie ein Wechsel hin. Der ist für mich noch nicht konsequent vollzogen. Ja. Deswegen habe ich da meine Schwierigkeiten. Und ich habe so an einem anderen Ende große Sorge um die Sozialdemokratie. Nicht um die SPD so sehr, sondern um die Sozialdemokratie. Und wenn wir nicht uns noch mal neu besinnen, wie wir uns ausrichten wollen. Ich glaube nicht, dass das in der Koalition funktioniert, weil da der Arbeitsalltag zu sehr an uns zerrt und uns in bestimmte Richtungen bringt. Deswegen wünsche ich mir eine Befreiung sozusagen, um noch mal uns grundsätzlich neu aufzustellen. Das halte ich für sinnvoll. Ich kann gut respektieren, dass andere anders entscheiden. Ich bin denen auch nicht böse. Ich halte das für ganz wichtig, dass man da trotzdem im Dialog bleibt und nicht dann anfängt, die eigene Partei noch zu spalten. So. Aber das fand ich interessant, wo du eben gesagt hast, dass bei der Großen Koalition gerade die, die es eben versiegt haben, wieder Ämter bekommen. Ne? Ja. Und ich bin ja auch von Anfang an gegen eine Große Koalition gewesen. Mhm. Nur ein Punkt macht mich ein bisschen schutzig. Wenn es Neuwahlen gibt, wir haben wieder das gleiche Ergebnis, was dann? Fangen wir wieder von vorne an. Ja. Dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist halt, das hätte ich jetzt gesagt, ist gelebte Demokratie. Und ich würde jetzt mal heute behaupten, dass heute noch unser Land so stark ist, dass es das auch durch, dass es durchstehen kann. Ich bin nicht überzeugt, ob es nicht doch dann zu einer Minderheitsregierung kommt, dann halt in einem zweiten Schritt. Und spätestens dann würde sich beweisen, und auch das halte ich für wichtig, dass eine CDU Position beziehen muss. Und also ich sage immer so ein bisschen gemein, dass unsere Angela Merkel die bessere SPD-Kanzlerin ist, also die unsere Themen gut transportieren kann und die aber nicht mit uns heimgehen. Ja. Und die SPD ist immer staatstragend, ich erlebe sie, immer vermittelnd, immer bemüht, irgendwie uns weiterzubringen, was ja toll ist, aber es hilft ja wenig in den Prozenten. Das heißt, der Herr Spreng, seines Politberater, hat mal gesagt, der Angela Merkel kann nichts Besseres passieren. Die SPD macht die Vorschläge, hat die Idee und sie macht einen harten Dreh. Sie macht den Erfolg. Sie hat den Erfolg und kann sich auf die Schulter klopfen. Ich bin mir auch sicher, der Martin Schulz als Europapräsident, Präsident des Europäischen Parlaments, hätte sich, wenn er Bundeskanzler geworden wäre, bestimmt nicht schwer getan. Weil wer ein Europaparlament leiten kann, kann auch einen Bundestag leiten. Aber er musste dann zurückgehen und wenn ein Leben lang du in einer führenden Position bist und delegierst und auf einmal sollst du wieder anfangen zu kämpfen, das kann nichts mehr. Ja, auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen die Sorge, die SPD ist immer so auf Personen fixiert. Da ist der Martin Schulz, jetzt ist der junge Juso-Vorsitzende. Also es sind immer irgendwelche Köpfe, die da... Und wie heißt es schön, wer hoch steigt, kann tief fallen. Und ich würde mir wünschen, dass man das breiter sich anschaut und nicht immer einer Person fast ein bisschen nachrenkt. Den Hype um diesen Martin Schulz, der gemacht wurde, wie er quasi in Stadien einzieht mit Musikbegleitung, das war, finde ich, ganz schwierig für diesen Mann auch, der mir heute wirklich auch leid tut, weil ich den als der hat gekämpft und gemacht und sich abgerackert. Aber glaube ich, im politischen Tagesgeschäft verschließen wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass der in Europa eine gute Politik gemacht hat. Insofern. Stell dir vor, mit 100% ist der Mann gewählt worden. Das hat nicht mal der Strauß geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Ja, macht aber auch deutlich, wie sehr die Menschen sich wünschen, dass man sich orientiert kriegt. Das glaube ich. Ne? Wobei auch da zu sehr auf eine Person fixiert, ist, glaube ich, oft schädlich. Naja, es ist auch so, ich glaube einfach, der hat ja diesen einen Journalisten bei seinem Wahlkampf mitfahren lassen. Ja. Und da haben sie mal so einen Ausschnitt gezeigt, er hat zu viele Berater gehabt, der Martin Schulz, und die Berater haben mehr schlecht getan als gut. Kann durchaus sein, ja. Da haben sie so einen Ausschnitt gezeigt aus einer morgendlichen Sitzung, da hat der Martin Schulz gesagt, jetzt mache ich das, wie ich es will. Wenn ihr euch nicht einig werdet, mache ich so. Und da habe ich gemerkt, aha, da ist dicke Luft. Also die Berater waren wahrscheinlich schuld dran, dass er so in eine Richtung geleitet worden ist, was gerade er war. Ja, ich glaube, dass je authentischer man sein darf,
und auch authentisch gelassen wird, desto hilfreicher ist es. Und dann muss, glaube ich, auch eine Partei damit leben, dass einer so ist, wie er ist. Weil er kann nicht sich die ganze Zeit, wenn er in eine Verantwortung kommt, wird er sich nicht verstellen können. Deswegen, ich mag Menschen, die sich authentisch verhalten und dadurch ihre Anerkennung und Stärke beziehen. Und nicht, weil die fünf Leute sagen, so ist es besser, das so ist es besser. Weißt du, Ralf, ich habe noch verstanden, das haben wahrscheinlich alle verstanden, dass er nach der Wahl in seiner Emotion gesagt hat, keine große Koalition. Bei dem Ergebnis war es ja auch eigentlich logisch. Ne? Ja. Ich habe vielleicht auch noch verstanden, wie er dann gesagt hat, okay, nach den Jamaika-Verhandlungen, wo er dann beim Bundespräsidenten war, da auch ein bisschen gut zugeredet haben. Ne? Ja, und der hat habe ich auch verstanden, dass er gesagt hat, okay, die Situation hat sich geändert, wir gehen doch in die Verhandlungen erstmal rein. Ja. Er hat nicht gesagt, dass was wird. So, wir gehen rein. Mhm. Aber dass er dann gesagt hat, er wird Außenminister werden, das war ein Fehler. Ja, das sehe ich auch so, das war ein Fehler. Schwerwiegender Fehler. Und da habe ich habe das auch nicht mal nachvollziehen können. Ich glaube, es hat kaum noch jemand verstanden. Weil selbst die Leute, die in der Großen Koalition das Heil aller Mittel gesehen haben, haben dann gesagt, Moment mal, vielleicht wollen die doch nur ihre Posten sichern. Ja, das ist, glaube ich, eine große Gefahr, in der die SPD, andere Parteien natürlich genauso, aber aktuell die SPD, weil sie besonders im Fokus ist, das ist eine große Gefahr, dass man den politischen Aktiven unterstellt, dass sie nur in der Politik sind, um Karriere zu machen. Ja, und da wünsche ich mir, wesentlich näher am Volk zu sein. Am Volk heißt an den alltäglichen Problemen der Menschen. Wenn das wieder mehr gelingt und man nicht irgendwo abgehoben auf einer Ebene agiert, dann merke ich, dann kriegt man auch wieder Zugang zu den Menschen. Das, glaube ich, ist was, was uns verloren gegangen ist, aber nicht nur unserer Partei, sondern anderen auch. Das ist, was ich, glaube ich, bezieht die AfD ihre Stärke, weil es viele Menschen gibt, die sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlen und dann abdriften in der AfD. Ja, ist auch so. Ich meine, man kann der Frau Dr. Merkel viel nachsagen, aber eins nicht. Dass sie nicht die Ruhe war. Das allerdings. Ja, also, letztens hat sie gesagt, schau mal, so wie der Franz Beckenbauer, es war Donnerstag, bis Sonntag ist nach noch langer Zeit, hat sie gesagt, obwohl sie genau gewusst hat, dass es am Sonntag schief geht, aber sie hat es so verkauft, als ob man den Eindruck hatte, da ist doch was drin. Ja. Und das sind eigentlich die ganzen Politiker, wenn du so anguckst von früher, auch die von der SPD, den lieben Helmut Schmidt, bei denen hat man immer den Eindruck gehabt, die können gar keine Fehler machen. Die waren so selbstsicher, auch Helmut Kohl. Ja. Ja? Aber auch Angela Merkel. Und so einen hat die SPD im Moment nicht. Ja. So einen selbstsicheren. Ja, vielleicht sind sie auch so ähnlich, kann sein. Wie auch immer. Also, und die Angela Merkel, ich bin ja jetzt, weiß Gott, kein CDUler, aber die ist im Moment noch das Stück Garant für Stabilität, auch in der Wirkung nach außen. Ja. Insofern, allen Respekt von dieser Kanzlerin, muss ich schon auch sagen. Und dennoch glaube ich auch, dass es Zeit wird für den Wechsel. Vor allen Dingen, was ich an ihr schätze, sie geht nie unter die Gürtellinie. Ja. Also jedenfalls öffentlich nicht. So ist es. Nein, anständig. Unter verschlossenen Türen läuft, weiß man nicht. Genau. Aber öffentlich hat sie noch nie jemand irgendwie gedemütigt. Ja. Das finde ich super. Ja. Ja. Da sollte sich mal die Frau Nahles, auch wenn ich ihre Arbeit schätze, was sie geleistet hat. Ja, also ich habe die Frau Nahles unterschätzt. Was sie als Ministerin für Arbeit geleistet hat, das war erstaunlich. Erstaunlich, ja, finde ich auch. Sehr beeindruckend. Aber sie muss auch versuchen, ihre Emotionen zu zügeln. Ja. Wobei Emotionen manchmal auch ganz gut sind. Wobei wir diesen Kommentar mit und dann haben wir ihn in die Fresse. Jetzt nicht unbedingt Falle hat, aber sie darf durchaus ein bisschen pointieren und ein bisschen schärfer. Also das vermisse ich bei unserer Partei oft, dass wir manchmal auch ein bisschen schärfer sein dürfen. Und das, was zum Beispiel der Özdemir jetzt in der letzten Bundestagsdebatte der AfD um die Ohren geschlagen hat, das fand ich so wohltuend. Wenn du bedenkst, früher Herbert Wehner, ja. Das war ja ein praktisches Paradebeispiel dafür, wie man auch Leute zur Sau machen kann, auch öffentlich, und trotzdem war er als Politiker auch von der Gegenseite anerkannt. Aber die Zeiten haben sich natürlich geändert. Ja. Heutzutage darfst du den Ton nicht so mehr so unter die Gürtellinie ansetzen, aber auf der anderen Seite musst du auch mal sagen, was los ist, einfach dachendes Reden. Ja, aber heute hat Politik eher so eine Gleichmacherei. Man erkennt die Profile nicht mehr so genau, weil jeder für alles steht und früher war das deutlich pointierter.
Da war ein Strauß, selbst ein, also Straußjäger, ja. Alle, die haben ein Barzelt, also da ist gestritten worden, im guten Sinne gestritten worden. Hat, da hat man sich auch hinterher wieder vertragen, aber es wurden Positionen deutlich. Und die erkenne ich heute oft nicht mehr. Zum Beispiel, heute ist ja ganz normal, dass Minister von der SPD und von der CDU, CSU auch sich bei irgendwelchen anderen Anlässen treffen. Mhm. Das hätte ich mal früher beim Strauß, man mir ja nie vorstellen können, dass die sich irgendwie, natürlich haben die sich respektiert, aber es war immer politische Gegner. Auch wenn sie nicht im Bundestag waren. Ja, wobei ich nicht weiß, was in diversen Weinkellern oder sonst wo dann doch gelaufen ist, auch überparteilich sozusagen. Ja, ja, das stimmt schon, aber man hat immer den Eindruck gehabt, ja, als ob die es keine Feindschaft ist, aber schon ein Gegner darstellt. Ja, glaube ich auch. Und wenn du heute in die Dorfschaus gehst, da versucht ja jeder, möglichst harmlos zu sprechen. Und diese Art zu sprechen, kommt wahrscheinlich der CDU eher zugute als der SPD. Ja, glaube ich auch. Ich habe immer gesagt, wir bräuchten einen Politiker, der das, sagen wir so, das Erscheinungsbild oder die Wirkung nach außen, wie der Herr Obermann hat, mhm, und das Wissen von Herrn Stegner. Mhm. Aber der ist gut. Ja. Weil der Herr Stegner kann auch schon mal. Ja, der kann auch, ja. Aber gut, die SPD hat mit der Frau Nahles bestimmt eine gute Wahl getroffen. Jetzt muss man halt sehen, ob es für die Frau nicht zu viel wird. Jetzt ist es Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende. Ja, muss sie nur Kanzlerin werden. Ja, ich finde es schwierig, diese Ämterhäufung. Das haben wir ja in manchen kommunalen Gremien auch. Da großen Respekt vor den Menschen, die das leisten können. Ich hätte Zweifel. Ich finde, schon mit dem Gemeinderat allein ist man gut beschäftigt. Wenn man dann noch andere, also wer das schafft, alle Achtung, da muss eine gute Struktur haben. Vor allen Dingen, live, was mich überwundert, aber da habe ich mich auch alles besser belehren lassen. Gestern sind Sie Gesundheitsminister, morgen sind Sie Verteidigungsminister. Ja. Oder Familienministerin, die Frau von der Leyen, mhm, Verteidigungsminister. Ich meine, da kann einer noch so schlau sein wie er will. So schnell merkt man das nicht. Ne? Nein, aber ich glaube auch nicht, dass da in erster Linie die Fachkompetenz gefragt ist, sondern die Fähigkeit zu organisieren, zu strukturieren, zu leiten, ja, zu führen. Das glaube ich ist viel eher das. Und dann ist es nicht so sehr von Bedeutung. Dafür hat man seine Fachleute dann im Ministerium. Hat ein Genosse von der SPD versucht zu erklären, ja, du liegst ganz falsch, hat er gesagt. Genau das gleiche sage ich du. Wie wichtig ist, dass man seine Leute weiß, wer für was zuständig ist, ja, wer was kann. Ja. Das ist die Beurteilung viel wichtiger, als selbst was zu können. Genau. Hat er gesagt. Mit der Zeit lernt man es dann wahrscheinlich von seinen Angestellten. Wahrscheinlich, ja. Ja, da muss man lange genug im Amt sein, das ist heute nicht mehr so sicher. Ja. Aber dieses Problem, was die SPD hat, hat die CDU genauso. Natürlich. Was kommt nach der Frau Dr. Merkel? Natürlich. Und wenn man sieht, wie viele Prozente die verloren haben, das verschwindet halt, weil die SPD so im Fokus ist. Aber wenn man genau hinguckt, die CDU hat schon auch ganz gewaltig geblutet. Also, Ralf, vielleicht machst du mit mir mit. Irgendwann bringe ich mal ein Buch raus. Du schreibst über die Kinderheilung und wir schreiben dann oder machen ein extra Buch, die schönsten Sprüche von unserer Bundeskanzlerin A.D. Okay. Also die Sprüche sind sensationell. Okay. Die hat zum Beispiel jetzt gesagt, wo alle aufgeregt waren, hat sie gesagt, entweder bleibt so wie es ist oder es ändert sich. Genau. Ein weiser Spruch. Da hat sie recht, ja. Also, zu 100%. Das finde ich faszinierend. Ja, alle waren rote Köpfe und Hirn. Genau. Sie kommen da raus. Und hat einen Journalist gefragt und Frau Dr. Merkel, haben Sie keine Zeit, nicht was zu essen? Doch, ich hole mir jetzt ein Salami-Brötchen. Und so. Ja, genau. Das ist toll, oder? Hat sie nicht was gesagt zu dir? Wie heißt sie? Karin Berger. Ja, ja. Dass die erste Frau sei jetzt in diesem Amt und hat sie festgestellt, sie war es auch mal. Ja. So irgendwie. Nett. Ja, gut, die wollten ja nicht. Kant-Karrenbauer, da hat übrigens ein Kapitalist gesagt, wahrscheinlich kein CDU-Freund hier, der hat gesagt, wenn das die Kritik von der Frau Kant-Karrenbauer so schwierig ist wie ihr Name, dann ist das nicht schlecht. Das ist eine schlechte Karte, die haben. Naja. Aber die wollen wahrscheinlich die Frau als Kanzlerkandidatin aufbauen. Nehmen wir so an. Kann schon sein, ja. Ich habe immer vermutet, dass die Glöckner aufgebaut wird. Schauen wir mal. Wir können nicht in die. Und ich bin verwundert,
dass unsere Verteidigungsministerin noch im Amt bleibt. Aber wahrscheinlich will das Amt keiner haben. Vielleicht, weil es ab und zu sich traut, nach Afghanistan zu fliegen. Wahrscheinlich, ja. Naja, jetzt hat die CDU ja heute, habe ich gehört, den Koalitionsvertrag zugestimmt. Jetzt müssen wir abwarten, wie die SPD-Mitglieder stimmen. Ja, es waren wohl nur 27 Nein-Stimmen von über 1000. Das musst du schon beachtlich, das ist schon beeindruckend. Ja. Dann schauen wir mal, wie das ausgeht bei der SPD. Wobei ich glaube, dass es eine deutliche Mehrheit für die GroKo gibt. Ich denke, vermute, ich, oder wenn ich wetten müsste, ich spiele ja gern, würde ich sagen, um die 70%. Allzu viele? Ja, glaube ich, ja. Glaube ich. Aber als viele Leid sind, ja. Deutschland ohne Regierung, das ist einfach ein, selbst wenn es als geschäftsführende Regierung geht, ist einfach ein Imageproblem. So, und es ist ein Vakuum, so keiner weiß mehr so richtig, wie geht es denn weiter. Und das, glaube ich, halte die Menschen nicht aus. Deswegen glaube ich, wird eine deutliche Zustimmung sein. Ja, ob es so 4 Jahre hält, weiß ich nicht. Ne? Das bezweifle ich. Ja. Das bezahlt. Aber das macht mir nichts. Da gehst du mit der Frau Dr. Merkel zusammen in die Rente. Genau. Ich mache noch ein bisschen Bad, bis ich gehe. Guten Leute. Wenn ich auch politisch ganz anderer Meinung bin. Ja. Aber in ihr Richtung war sie eine gute. Ja, gutes Kanzler. Ja, das will ich überhaupt nicht. Im Gottes Sinne. Guten Leute verlassen sie schief. Ja, und ich fand das schön, dass unser Gabriel, der ja wirklich ein streitbarer Geist ist, sie doch sehr gelobt hat. Ich weiß nicht, ob er sich da so beliebt gemacht hat in der eigenen Partei, aber ich fand es sehr würdig, dass er wirklich ihre, die Zusammenarbeit mit ihr auch nochmal deutlich hervorgehoben hat, wie gut die war. Der Herr Gabriel wird auch unterschätzt. Ne? Ja, ich kann auch das unterschätzen. Es ist sicher manchmal giftiger und so, aber ich glaube, er weiß schon auch, was er will und was er kann. Der Kurt Beck war ja letztes Jahr bei mir, ein sehr, sehr netter und vor allem natürlich prominenter Mann, der hat gesagt, weil ich ihn darauf angesprochen habe, früher war es so, die Politiker kamen meistens in die Politik, so wie du auch, indem sie erstmal eine Ausbildung gemacht haben, einen Beruf, in der Verwaltung oder als Handwerksberuf. Und dann sind sie in die Politik gegangen. Ja. Heutzutage gehen sie gleich von der Uni in die Politik. Weil das Politik ein Beruf. Ob das ein Problem sein kann, da hat er zu mir gesagt, das Schönste oder Beste wäre, wenn es eine Mischung gäbe. Ja. Das finde ich auch. Also auch. Das finde ich auch. Es darf beides geben, darf beides sein, weil das ja auch das Leben repräsentiert. Das gibt es ja im Leben so auch. Also aber ich finde schon auch, es muss Menschen geben, die mit ihrer Lebenserfahrung in die Politik gehen. Und es gibt nur Menschen, die aus ihrem Studium heraus. Es gibt in der Politik auch immer weniger Typen. Ich meine, Kurt war ein Typ. Ja? Der Bernhard Vogel, der vor 2 Wochen bei mir zu Gast war, war ein Typ. Auch sein Bruder, der Hans-Jürgen Vogel, war ein Typ. Ja. Wo man sich reiben dran kann, wo man sagen kann, die haben was auf dem Kasten. Ich bin anderer Meinung, aber heutzutage, es wird alles, wie du sagst, so gleich gemacht. Ja, glatt. Es wird alles geglättet. Es wird kein Profil mehr, sondern es wird geglättet. Und dann wird mir niemand deutlich, niemand erkennbar. Und ich wünsche mir, lieber habe ich einen mir gegenüber sitzen, mit dem ich streiten kann, weil er eine andere Position vertritt, wie dass wir uns beide einig sind, dass wir beide das Gleiche denken. Das finde ich dann auch manchmal schwierig. Ja. Das ist auch, was mir auch auffällt, Ralf, da habe ich auch den Reinhold Bötz gefahren, als alter Gewerkschafter, der sein Leben lang sich dafür eingesetzt hat. Ich habe gesagt, Reinhold, fällt dir nicht auf, jetzt in der Zeit, wo es praktisch brennt, wo eine Zeit ist, wo es endlich mal Zeit wird, diese Zeitarbeitsverträge zu kontrollieren, wo die Zeitarbeit als gutes Mittel missbraucht wird von den Firmen, siehst du keinen Gewerkschaftler im Fernsehen oder in den Medien. Oder sehe ich das falsch? Hat er gesagt, wenn du es so siehst, hast du eigentlich recht. Und der hat gemeint, es wäre sogar gewollt, es wäre schlimm, wenn es so wäre, dass die Medien, dann laden sie lieber irgendwelche Leute ein mit 80 oder 90, die vielleicht natürlich viel Erfahrung haben, als dass ein Gewerkschafter, der an der Front ist, einladen, der sagen kann, wo es lang geht. Und das ist auch schwierig. Ja, natürlich. Ja. Wenn du im Fernsehen siehst, in den Talkshows, sind immer dieselben Leute, die eingeladen werden. Ja, okay. Wahrscheinlich Leute, die gerade angenehm sind oder so. Ja, oder sie haben so Flatrate-Vertrag, wie auch immer. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass es immer die gleichen sind, die da bereit sind zu streiten oder auch nicht zu streiten. Ja, das finde ich schade. Und ich finde, wir haben brave Bürger mittlerweile. Wenn ich mir so die 80er Jahre und sowas da
an Themen war, ja. Ob das die Volkszählung war, ob das die Aufrüstung war oder. Man ist auf die Straße gegangen, hat demonstriert. Das ist heute nur noch rudimentär. Man sieht, kann immer, man geht nicht mehr so auf die Straße. Man ist nicht mehr so dagegen. Weil du sagst, brav, ja. Auch die Jugend, muss ich ja. sagen. Ja. So brav war unsere Jugend nicht. Nee, weiß Gott nicht. Also, weil die immer über die Jugend schimpfen. Mhm. Natürlich gibt es Gruppen, die man vergessen kann, aber das ist die Ausnahme. Ja. Normalerweise habe ich das erlebt, erlebe ich heute noch, wenn ich zum Arzt komme, und ein Jünger jetzt war, der steht auf, wenn ich schlecht laufen kann, kann ich ihm helfen. Das kannst du hören. Ja. Wobei ich sagen muss, die Jusos in Mannheim, ich bin ein Fan von den Jusos in Mannheim, ja. weil die unheimlich aktiv sind und unheimlich viel auf die Beine bringen. Also das gefällt mir. Da ja. ist so Potenzial da. Da wünsche ich mir, dass die mehr gewürdigt werden und mehr auch in den Vordergrund kommen können. Ralf, unsere Sendezeit ist zu Ende. Ja. Es war ein sehr gutes, innovatives, nettes Gespräch. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt, meine Fernsehzuschauer auch, vor allen Dingen über die Kinderheime, auch über die SPD. Und es war nicht das letzte Mal, dass du bei mir warst. Ach, schön, freust mich. Ralf, ich danke dir. Ich sage auch vielen Dank. Es ja. hat mir sehr gut gefallen bei dir. Schöne ja. Atmosphäre. Und wenn du nächstes Jahr in Rente gehst, da hast du viel Zeit, jawohl. Sich um die Sachen zu kümmern, wo du jetzt keine Zeit hast. Genau. Dann kommst du wieder zu mir. Alles klar. Und dann ja, herzlichen Dank. Am Donnerstag kommt der Bernd Schreiber zu mir. Seines Zeichens Sonnenkönig, der Küche, Erfinder der Mannheimer Kochschürze, also auch ein sehr interessanter Gast. Und da geht es mal nicht um die Politik, sondern geht es darum, dass viele Küche den Brei verderben. In dem Sinne hat es auch wieder was mit Politik zu tun. Und der kommt am Donnerstag und da schaltet wieder ein bei Rainer Zipfels Talkrunde. Und dann habe ich weitere Gäste. Also ich kann euch versprechen, bis Mitte Mai kommen jede Woche 1-2 sehr, sehr interessante Gäste, die alles aus ihrem Bereich erzählen, was sie wissen oder nicht wissen, die ehrlich sind, so wie du. Und das finde ich schön, wenn der Talkmaster, das ist ein komisches Wort, das bin ich doch, ne? Versucht, ehrliche Fragen zu stellen und es wird ehrlich geantwortet. So soll es sein. Und da könnten sich manche Medien eine Scheibe abschneiden, auch manche Zeitungen, ja. Die dann versuchen, die Leute aufzuwiegen. Sowas ist einfach unanständig. Ja. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir winken nochmal bei einer Zipfelstarrunde. Danke, Ralf. Ja.